Wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich heute mal wieder rausbegeben und zwar steht heute das vierte Bild meiner Vierjahreszeiten-Serie an. Klingt dramatischer als es ist. Ich habe mir nämlich letztes Jahr gedacht, hey, der Altenberger Dom, der ist nicht allzu weit weg. Das ist ein schönes Objekt im Foto, generell ein schönes Bauwerk. Machst du mal so ein Vierjahreszeitenbild? Hat man ja vor ein paar Jahren, wo der ganze Fotohype aufgekommen ist, hat man das in Massen gesehen. Ich habe aber nie so wirklich, ich habe nie so wirklich ein Objekt der Begierde gefunden, wo ich gesagt habe, jo, das kannst du machen. Auch jetzt bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob heute der richtige Tag ist, um das vierte Foto zu machen. Denn ich habe einen schönen Schneetag abgepasst, weil hier fällt nicht so oft Schnee oder nicht so viel Schnee. Ich habe einen schönen Herbsttag und ich habe einen schönen Sommertag. Nur Frühling, wir haben gerade Frühling, offensichtlicherweise, ein bisschen schwieriger. Denn hier scheinen nicht so viele Bäume zu blühen. Wir haben hier sehr viel Grün in den Bäumen, also überall Knospen und hier Blätter. Und man sieht auch vereinzelt da unten ein paar Blüten in den Bäumen. Aber es ist jetzt nicht so die Masse, wo man denkt, das ist Frühling. So, geil, das erkenne ich sofort. Also es ist halt jetzt alles grün, aber so die oder einige Bäume sind halt noch nicht so grün wie im Sommer. Das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen gucken wir mal, wo das Video hier endet. Als erstes. Merkt euch, wenn ihr Stativ im Wasser gestanden habt, lasst das trocknen. Ich habe das nämlich jetzt gerade irgendwie nach 2 Wochen wieder rausgeholt oder nach einer Woche. Und das hat irgendwie, das knirscht und alles rutscht irgendwie. Mir ist das noch nie passiert, dass ich das Stativ aufstelle, alles festmache und das rutscht hin und her. Wieder was gelernt. Hier habe ich mich ganz einfach an der Sache orientiert. Ihr habt es gerade beim Aufstellen vielleicht gesehen. Und zwar, ich bin hier beim Prinzenblick Prinzenblick. Hier am Prinzenblick habe ich mir eine Stelle gesucht, wo mein Stativ immer gleich steht. Das ist in der Ecke von diesem Ausblick. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich das Stativ einfach voll ausklappe und die Kamera hinstelle, habe ich schon so den richtigen Ort fürs Stativ. Macht das Ganze hier wesentlich einfacher. Ah, da haben wir wieder ein lautes Rotkehlchen. Ich bin das erste Mal heute unterwegs, seitdem ich mit Supertäler angefangen habe. Heute ohne unterwegs ärgert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich sehe, die Turmfalken sind wieder zurück. Wäre natürlich eine schöne Ergänzung gewesen, vielleicht noch ein Bild vom Turmfalken zu erhaschen. Aber heute sind wir ja wegen dem Foto hier. Ich habe mir auch so ganz einfache Regeln gesetzt, um das Foto zu machen, um das wieder zu reproduzieren. Für die Leute, man kann das ja in den Eigenschaften, wenn man auf Rechtsklick Datei drückt, kann man ja meistens die Brennweite zumindest nochmal nachvollziehen. Alter Rotkehlchen, du bist ganz schön laut. Dann habe ich mir festgelegt. Man hat ja immer so ein bisschen Abstufung auf dem Objektiv bei den Millimetern. Ich habe mich entschieden für 23 mm. Dann mache ich mir hier mein Hochkantbild zurecht. So. Mache das erstmal grob fest und dann hole ich mir das Bild raus, was ich letztens gemacht habe. Ich habe das letztens schon mal aufgenommen im Winter. Dann dachte ich mir aber, hey, wozu machst du das Video im Winter? Du kannst das ja hier erstmal Instagram noch offen. Komm, mach nicht so viel Krach. Man hat mir gedacht, warum nimmst du das nicht im Frühling auf, wenn die Sonne scheint, wenn die Sonne scheint und du das letzte Foto machst. Problem jetzt, was ist hier los, was passiert hier? Problem an der Geschichte ist, von jetzt zum letzten Mal, ich habe eigentlich so eine Klemme, die kann ich mir hier dran machen mit einem Telefonhalter und dann kann ich mir das so schön hin und dann habe ich beide Bilder nebeneinander und kann das perfekt framen, ist mir kaputt gegangen. Dementsprechend heute auf die gute alte Art und Weise. Was ist denn hier? Warum ist denn das jetzt so schief? Das war letztens nicht so schief. Ich suche mir einfach im Bild die markanten Merkmale, wie von den Dächern, die Kanten, wo die aufhören, wo die anfangen. Und das mache ich gerade mal. Nachdem wir den Ausschnitt jetzt haben, können wir eigentlich ganz geschmeidig, ich mache mir immer so eine 2 Sekunden Selbstauslöser drauf. Wir haben F8, ISO 160. 250stel ausgelöst. Ich habe jetzt in dem Fall jetzt hier die HDR-Funktion der Kamera genutzt. Ich mache da nochmal normales. Aber wir haben heute hier eigentlich eh perfekte Sicht auf das Ganze. Denn wir haben Sonne aus dem Rücken, wir haben schönen blauen Himmel. Eigentlich perfekt. So, und wenn ich zufrieden bin, dann seht ihr jetzt das Foto von heute. Vielleicht noch so die anderen hinterher, wie die so ineinander übergehen. Und dann vielleicht noch das Fertige, so alle vier zusammen, was ich dann
höchstwahrscheinlich auf Instagram posten werde, so wie es aussieht. Für euch zur Referenz, wir haben jetzt aktuell den 22. April und ja, ihr seht ja, wie es blüht. Ich war schon mal eher hier gucken, da war noch nicht so viel grün, da war eher alles noch so ein bisschen wie Winter, aber die Wiesen leicht grüner. Und jetzt ist es halt wieder ein Ticken grüner mit ein paar ganz wenig Blüten. Ich sehe einen Baum, zwei Bäume, drei Bäume. Aber ich denke für euch mal wieder, so ich möchte wieder ein bisschen fotografieren. Ich habe die letzten Videos, die ich gemacht habe, waren technischer Natur. Haben zwar auch mit Fotos zu tun gehabt, aber ja nicht mit dem Handwerk selber. Deswegen, ich habe so ein bisschen was jetzt geplant. Ich habe jetzt einen Tag in der Woche, wo ich mich so ein bisschen drauf konzentrieren kann, was zu machen. So mal für euch zur Info. Ich will so eine Balance finden zwischen den normalen Sachen, die ich fotografiere, und Tiere fotografieren. Weil Tiere dauert viel länger, zumindest viel länger ein gutes Foto zu bekommen. Wir haben ja hier, ne, jetzt sind hier die Turmfalken wieder da. Die Störche kommen hier noch, weiß ich. Aktuell gibt es Nachwuchs bei den Blässhühnern zum Beispiel. Da war ich schon vor ein paar Wochen, muss ich schon sagen. Scheiße, das ist schon wieder zwei, drei Wochen her. Die sehen übrigens total lustig aus. Hab das auch gefilmt. Blässhuhn-Babys sehen ja richtig hässlich aus. Hab da auch einen Zaunkönig getroffen am Ufer. Der war da ganz nah unterwegs. Kleiner, flinker Vogel. Von den Schwänen ist das Gelege leider, ich weiß nicht, ob es durch Stress war, weil sehr viele Partys da am See waren und sowas. Ist jetzt durch die Regulierung. Ne? Ist ja auch hoffentlich besser jetzt, aber die haben, glaube ich, dieses Jahr keinen Nachwuchs. Nicht so wie letztes Jahr. Ich wollte so Sachen dieses Jahr mitnehmen wie Bonn, die Kirschblüten. Ne? Da gibt es so einen schönen, in der Altstadt ist das, glaube ich. Aber die haben es halt dicht gemacht, weil zu viele Leute da waren. Ne? Weil wir haben, ihr wisst ja, was ist. Ne? Und haben sie die halt dicht gemacht. Da kommen nur noch Anwohner und Handwerker und sowas rein. Also es ist auch weggefallen. Das war's zumindest heute hier mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. So ein paar Einblicke, was ich hier, ich war ja dreimal allein, habe euch nicht mitgenommen. Heute nehme ich euch mit hierher. Ist übrigens sehr schön. Hier kommt übrigens keine Sau hoch und ich weiß nicht wieso. Es ist ein wunderschöner Blick hier auf den Dom, auch da drüben. Da gibt es noch so, da habe ich mal ein Bild auf Instagram gemacht. So durch so eine das ist so eine Turmruine oder sowas. Hier kommt keine Sau hoch. Ich verstehe es nicht. Ist eigentlich super schön hier. Leute, ich verabschiede mich. Macht Idiot. Haut rein. Und tschüss.